Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Dreadout im Pausemenü. Nochmal kurz den Logitech-Scheiß ausmachen. Aufnahme läuft. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir der Tussi jetzt schon wieder so normal gegenüberstehen. Geduld. Dann muss ich erst die Tür aufmachen. Nimm die Kamera. Die Kamera. Habe ich keine Kamera? Ich habe keine Kamera. Wo ist meine Kamera? Habe ich das nicht ausgerüstet? Die Schere hat der Geist aus dem... Jetzt habe ich's. Okay, ich versuche hier mal mit Weglaufen schnell umdrehen. Uah! Das war gemein. Das war sehr gemein. Aber ich krieg die nicht. Wo ist sie denn? Wo ist denn die blöde Kuh? Ich laufe ja bestimmt gleich wieder in die Arme. Hallo? Oh, ey, das ist so unfair, dass sie direkt hinter dir. Aber ich habe sie gekriegt. Muss ich vielleicht irgendwo hinlaufen? Ja, die kaputte Treppe ist eine sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Oh, komm, ey. Ja. Ich lauf mal hier hoch. Anscheinend kann ich die Olle nicht wegfotografieren. Finden wir sehr gemein. Taucht die hier auch auf? Vielleicht kann ich das Schwein zur Hilfe holen. Halt die Klappe. Okay, die kommt mir anscheinend tatsächlich nach. Oh! Das ist so fies. Das ist so fies. Mal, ob ich zum Schwein kann. Schweini, Schwein, hilf mir. Halt den Mund und hör auf, meinen Namen zu rufen. Ich will zum Schwein. Lauf, Linda, lauf. Hier, sie ist nicht hinter mir. Hör auf, zu blöd zu lachen. Elende Schrulle. Schweini, hilf mir. Ich muss mich ausruhen. Kommt die mir nach? Na toll. Das dumme Schwein hilft... Wo war die denn? Das dumme Schwein hilft mir also nicht. Und hier ruckelt's. Komm. Komm in meine Kamera, du blöde Kuh. Kommt bestimmt gleich da. Ich hab auf die Kamera gedrückt. Ist doch voll fies, ist das. Das mit dem blöden Geduld geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Was soll ich denn machen? Wie kann ich die denn besiegen? Wenn ich die nicht wegfotografieren kann. Ich will nicht schon wieder in den blöden Nimbus, ehrlich nicht. Kann ich denn einfach zur Tür? Ach nee, die hat die Tür ja festgewebt. Bin ich denn jetzt?
kommen mir immer hinterher. Na toll. Jetzt lauf doch schon. Ich kann die Kamera nicht zücken, wenn die Viecher hier sind. Das ist äußerst ungünstig. Welken die Viecher? Ah, jetzt bin ich oben. Ich kann nicht runter. Wie krank ist das denn bitte? Könnte mir mal jemand helfen? Mit Insektenspray oder so? Wäre total nett. Linda kann auch nicht mehr laufen. Linda, du musst laufen. Die Musik geht auch überhaupt nicht auf die Nerven, so langsam aber sicher. Und die blöde Kuh, die ganze Zeit unseren Namen ruft. Also, ihren Namen da. Meiner ist anders. Hier komme ich runter. Aber wo war das Schwein? Die Frage, ich glaube nicht, dass das Schwein uns hilft. Ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal versuchen, durch die Tür zu kommen. Immer weglaufen und dann immer versuchen, da rauszukommen. Okay, kurz ausruhen. Komm, Linda, das reicht. Renn weiter. Der Schwarm lässt uns auch nicht los, ne? Egal was. Kamera kann ich übrigens nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob ich sie noch in der Hand habe. Da kommt sie. Was macht sie denn? Linda! Ich kann die nicht mehr steuern. Ach, ich muss die umgekehrt steuern. Wie krass ist das denn bitte? Oi, das geht voll auf die, die Handgelenke. Du bist also, das ist anstrengend. Stopp! 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 Da runter! Da runter! Nee, so lang! So! Meine Fresse! Shit, da ist sie! Ich versuche an ihr vorbeizulaufen. Das hat nicht funktioniert. Lauf einfach weiter, Linda. Einfach weiterlaufen. Schaffst du das? So, ich hoffe, ich darf immer noch E drücken. Oh. Geisterpedia aktualisiert. Krass, ich habe meine Uhr schon wieder nicht angemacht. Wir spielen jetzt einfach so weiter. Geheimnisvolle Frau im roten Gewand. Das ist ein total toller, weißt du, Barbie Neckpad, Sundel Bolong, Sivurupa Shirin Phantom, Demit Lorong und geheimnisvolle Frau im roten Kleid. Okay, diese mysteriöse Erscheinung ist ein ungeklärtes Rätsel. Woher wusste sie, was die anderen Leute so sind?
den immer noch schnarchen? Was kommt jetzt? Ich habe ein bisschen Angst, oder war's das? Was war das? Ich hab's weggeklickt. Das ist der Schulbus. Da steht immer noch Geduld. Was stand denn jetzt da gerade? Geisterfahrer. Hä? Hä? Die haben wir doch alle gar nicht gesehen. Bin sehr verwirrt. Der glücklose Gewinner eines lokalen Preisausschreibens, als er im Radio erfuhr, dass er ein Motorrad gewonnen hatte, freute er sich so sehr, dass er einen Herzinfarkt bekam. Erfüllt von seinem Traum, ein Motorrad zu besitzen, verblieb er im Diesseits als wandernde Seele. Und die Aufgaben haben sich auch nicht aktualisiert. Okay. Ich hab was gehört. Was zum Teufel ist das? Kann ich nicht durch, oder? Nee. Ich muss hier lang. Klingt nach Kobold. Würde ich jetzt mal so spontan sagen, auch wenn ich nicht weiß, wie Kobolde klingen. Wo? Wo? Da. Oh, ist der Mini? Alter, das sind ja ganz viele. Wie zum Teufel? Alter Falter! Wie soll ich die denn besiegen? Ich guck mal, ob ich hier rauskomme. Oh! Du kleines Biest! Aber egal, wo ich hinklicke, irgendeinen treffe ich. Das ist doch schon mal was. Alter! Mein Handy! Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ein bisschen putzig sind die ja schon. Ziel aktualisiert. Diese Biester haben meine Sachen gestohlen. Ich brauche das alles wieder. Und zwar schnell. Ja, gut wäre das, ne? Geisterpedia aktualisiert. Aber die anderen haben wir gar nicht gesehen. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Habe ich da was falsch gemacht? Tujul. Diese winzigen Kreaturen sind geborene Diebe. Üblicherweise sind Tujul unter der Kontrolle eines Herrn, der sie hinausgeschickt hat, um Gegenstände zu besorgen, die ihre Eigentümer lieber behalten wollen. Ist bei Dieben ja so, ne? Das hört sich nicht gesund an. Ich frage mich, ob das so gut ist, auf den zuzugehen. Okay, Zombie. Ui.
Alter! Linda? 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 Okay, das war seltsam. Das war sehr seltsam. Ihr Lieben, ich würde sagen, ja, die Zombie-Folge machen wir nächste Folge. Ich weiß auch nicht. Was soll das? Ich kann doch gar nichts... Mit der Schere vielleicht. Mit der Schere vielleicht. Weiß ich nicht. Wir probieren mal so Sachen in der nächsten Folge aus. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss.